Wunderschönen Freitag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tonosen Ranked. Und ich bin Executioner. Besser als Mafia. Ich habe in der letzten Runde mit Absicht das Ding abgebrochen, weil ich keine Lust hatte, noch 2 Nächte lang rumzugammeln. Natürlich haben sie dem Jester schuldig gewählt. Und danach haben sie dann den letzten Mafioso hochgewählt, dem Gottfallen auf Kala. Ich hoffe, dass sie ihn gekillt haben. Also, gemeldet haben, weil das einfach unmöglich ist, sowas. Wichtig ist auch, alle Snoops außer Mutti und, na komm, Toni stinkt. Valhalla ist also unser Tage, das gelünscht werden muss. Das wird sicherlich nicht so einfach sein, weil er 100% Jailer ist oder Spy. Irgendwie so eine Townrolle, die sich leicht beweisen lässt. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann irgendwie gerissen bekommen hier. Dieses dauernde, schnelle Hochgewähle und Gewähle ist natürlich blöd. Hasse ich. Habe ich schon 1000 Mal erwähnt. Schlechte Entwicklung, wie ich finde. Aber naja, was soll man machen? Erste Nacht erstmal werden wir in Ruhe gelassen, wir als Hello. Ich hatte erst davor einen anderen Namen überlegt, aber ich dachte mir, I am leaving ist ein bisschen zu offensichtlich und zu gefährlich. Deswegen lasse ich das mal sein. Bloody Mary hingegen wurde getötet. Von der Mafia. Ist natürlich eine wichtige Townrolle, wäre gut. Mehr. Lookout. Not so wet bait, but what bait. Was? Okay. Soviel dazu. War wirklich Lookout. Das heißt, sobald ich Lookout claim, bin ich sehr wahrscheinlich tot. Aber ich möchte damit warten. Valhalla wurde gedoust. Das ist das Problem. Wir kriegen ihn nicht schnell genug gelünscht. Das heißt, ich werde zum Jester werden. Das ist nicht schön. Wir könnten jetzt jemanden einfach mal als Arsonist beschuldigen. Der würde dann gelünscht werden. Zur Wahrscheinlichkeit. Aber ich glaube, ich will danach einfach auf einen Survivor-Claim gehen. Auch erst, wenn der Jailer tot ist. Ich glaube, das ist am besten. Ich weiß es nicht genau. Es ist immer schwer, man weiß ja nie, wie die Town drauf ist. Haben sie jetzt dieses random Hochgewähle um Rollengeclaime gedöns drauf oder lassen sie es sein? Es scheint so, als würden sie es sein lassen in der Runde. Jailers are stupid, claimed Veteran. Ich glaube, wir werden Sheriff claimen. Oder Bodyguard. Wir werden Bodyguard claimen. Ist am einfachsten. Wir haben in der ersten Nacht nämlich Silver beschützt. Ja. In der zweiten Nacht haben wir einfach mal jemand anderen beschützt. Und zwar Bianca. Weil mich der Name an Bernhard und Bianca erinnert hat. Deswegen haben wir das so gemacht. Wir müssen mal gucken, wie das Ganze jetzt wird. Wenn natürlich Valhalla jetzt stirbt, wäre es sehr praktisch, wenn ich zeitgleich geframed werde und ein Sheriff mich untersucht. Aber das wäre zu viel Glück auf einmal. Deswegen müssen wir gucken, wie kriege ich diesen Executioner oder später als Jester den Sieg her. Es ist immer verdammt schwer. Egal, ob du Classic spielst, All Any spielst oder sowas spielst. Manche denken dummerweise mit, andere nicht. Man kann nicht immer darauf hoffen, dass die Town am Ende noch einem hilft, so wie in der letzten Folge geschehen. Auch wenn ihr es nicht gesehen habt. Die Town hat geholfen. Und er hat sofort ignited. Valhalla ist tot. Okay. Damit bin ich jetzt Jester. Interessant, dass er so schnell ignited hat. Ich könnte natürlich... Oh, er war Jailer. Aber ich hatte recht. Natürlich war mein Target Jailer. Natürlich. Es war einfach offensichtlich, dass es so sein musste. Es war so klar. Wenn ihr zurückschaut zum Anfang der Folge, als ich meinte, ich bin Executioner und Valhalla ist mein Target, habe ich sofort gesagt, er ist Jailer oder Spy. Irgendeine Rolle, die leicht zu confirmen ist. Es war so offensichtlich. Immer das Gleiche. Da bin ich froh, dass ich nicht versucht habe, sie irgendwie reinzureiten. Ich darf nicht untersucht worden sein bisher. Wenn ich nicht untersucht wurde, ist das ein Riesenproblem. Wir haben in Dots angeblich einen Lookout und wir haben einen Sheriff-Claim mit Pumpkin, dazu einen toten Lookout. Und wir haben einen wiedergebrachten Lookout. Wow.
Wow. Order random town any role. Get one. Okay. Er sagt get one. Er hat geschrieben get one. Hier steht's. Nehmen wir ihn. Er hat's gesagt. Mary hat ihn achso, man kann ja jetzt den Winner nicht mehr einsehen. Sie wählen Pumpkin King. Klar, Sheriff Claims werden immer zuerst gelünscht. Das ist dumm, Sheriff zu claimen. Wenn man selbst Sheriff ist, sollte man es sein lassen. Da, natürlich wird er jetzt einen letzten Willen haben. Oh, wenn er gejailt war, kann er nicht Aso sein, das ist korrekt. Da ist was Wahres dran. Er könnte Mafia sein. Ist aber unwahrscheinlich. Ich werde trotzdem Innocent wählen. Inno. Ganz klar Inno. Nur rein auf den Verdacht hin, schuldig zu wählen, wäre dumm, nur weil ein Lookout tot ist. Was soll das? Ja, Inno gemacht, wie ich gesagt habe. Er hat gesagt, wähl die Nummer 1. Da wählen wir jetzt alle mit. Es wäre so lustig, wenn er jetzt Aso ist, wenn es backfired. Herr Clan Veteran. Ja. That's why I know one of the town investigators is lying. Ja. There is still an Annie. No. Gut, Silver hat geschrieben, ich bin immer zu früh. Ich will trotzdem nichts machen. Bloody Mary sagt, Dots ist fein. Woher will Bloody Mary das wissen? Wir wählen trotzdem Inno. Ja, wählt mich, das gefällt mir. Das finde ich gut. Haha, wie schnell das geht. Why me? I just said there is a random town and an any role. So there could be both sheriff and two lookouts and a vet and a witchy. Das wird jetzt ein relativ easy win, so wie es scheint. Ja. Unlikely, but possible. But I don't care. Dots is dead anyways. Naja, gut, ich habe gewonnen. Das war zwar nicht so geplant. Aber okay. Cool. Oh, ich habe ein Déjà-vu. Habe ich schon mal mit Dots und Corum gespielt? Ich glaube, also abgesehen von der letzten Runde. Wie es halt einfach wirklich ein Déjà-vu ist. Toll sowas. Sollen wir Dots am Leben lassen? Ich glaube, Dots ist halt wirklich Mafia. Naja, ich bin Jester. Ich habe gelogen. Wir töten Bianca. Medium. Keine Ahnung. Es war jetzt nicht mehr unbedingt beabsichtigt, hier relativ auf Jester am Ende zu spielen. Ich wollte nur mal klarstellen, dass ich nur gesagt habe, Random Town und Annie-Rollen sind da. Kann das alles möglich sein? Gibt keins. Tut mir leid, Bianca. Wahrscheinlich treffe ich jetzt den Arsonisten. Dort wird jetzt irritiert sein. Oh mein Gott, er hat gelogen. Lustig wäre es, wenn er jetzt ein Transporter gewesen wäre, der Dots retten wollte. Yes, I did.
War sie Aso? Komm, lass sie Aso gewesen sein, dann habe ich recht gehabt mit allem. Escort. Ja gut, das braucht kein Mensch, die Escort. Die Escort braucht kein Mensch. I wanted a beautiful lady on my side. Taliesin Bodyguard Clement. Oh, guck mal. Wir haben einen Disguiser, wie es scheint. Oder ist Taliesin einfach nur der Originalname? Ist hier ein Taliesin? Nee. Ist da so ein falscher Name drin? Ist auch schon jemand passiert, bei wem war das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, guck mal, es gibt echt einen Veteran. Und Nicolas Nott hat es rausgefunden. Aber er hat's geglaubt. So, Bodyguard down, Escort down. Ist völlig egal, ob Town oder Ding. Ich wäre niemals auf einen Veteranen-Claim gegangen. Und ein Amnesiac wurde zum Jester. All of the town investigative claims are lying. Wow. Interessant. We got town, two town investigators und ein any town killing. Ist alles möglich. Pumpkin soll Mafia sein. Corum ist confirmed. Natürlich ist er confirmed. Aber wenn da jetzt drei Mafias sind mit einem Jester, haben sie vier Stimmen, dann wird es sowieso schwierig. Ich würde als Jester nämlich jetzt nicht so schnell wählen. Ah, da hat sich die Town rauskristallisiert. Das ist der Vorteil für den Jester. Er kann jetzt sagen, okay, er macht sich damit auch ein bisschen bemerkbar. Die Mafia weiß, so sieht's aus. Jailer, sah stupid, kommt hier mit dem doofen Move. If you wanna win, wähle jetzt hier die Mafia hoch. Wir wählen dich dann. Würde ich nicht machen. Weil wenn die Mafia weiß, der Jester spielt gegen sie. Vier Mafia, möglich. Es gibt eine Escort, es gibt einen Retri. Weil immerhin wurde ja Ding wiedergebracht. Bloody Mary als Lookout. Dazu haben wir noch zwei weitere investigative Rollenclaims. Mit Sheriff und Lookout. Aber ich glaube, er ist halt wirklich Mafia. Pumpkin King. Wird wohl kaum wirklich Sheriff sein. Das ist unwahrscheinlich. Damit haben sie jetzt aber auch die Townies auf jeden Fall gefunden. Weil ich glaube, dass hier kein Mafioso schuldig gewählt hätte. Jailer, hast du mir das auch, sieht es auch so? Ja, das Geiser. Aber okay. Jetzt haben wir noch zwei Mafias. Hier kommt wieder der Super-Tipp, Leute, die ihn nicht gewählt haben. Ja, ist ja nur das Ding, dass nach einer bestimmten Anzahl an Stimmen das Ding abgebrochen wird. Aber okay, wir lassen es einfach sein. Diese Geschichte haben wir auch schon oft genug erwähnt. Jetzt wird wahrscheinlich der Godfather auf den Lookout gehen. Er wird der Nächste, der gekillt werden muss, weil der Proven Town ist. Würde ich zumindest machen. Oh, gar keiner. Wurde da jemand Immunes gefunden? Oder war jemand geheilt worden? Das hieß, es gäbe einen Doktor. Bloody Mary wurde geheilt. Wow, damit ist die Random Town Rolle klar. Default Name Resident Bloody Mary. Ja. Dots claimt hier gerade. Lookout. Müsste aber dann zwei gesehen haben.
Silver counterclaimed. Joe ist Amnesiac Jester. Siehst du, Jester, du hast es dir verkackt, weil du gewählt hast. Warst du eigentlich einer, der den hochgewählt hat, den Pumpkin King? Ich glaube schon, oder? Jailers hast du, Dots. Nee, hast du nicht. Dann ist gut. Das wäre sonst dumm gewesen. Dann kann man dir keinen Vorwurf machen. Ja, damit ist Dots confirmed Lookout, Bloody Mary ist confirmed Lookout, Joe ist confirmed Jester, Corum ist confirmed Veteran, Red Jester, Jailers hast du mit und Silver bleiben übrig. Silver wird es sehr wahrscheinlich dann sein. Default Name ist Amphioso. Wird schuldig gewählt. Aber, was ich in den letzten Folgen nie gesagt habe, weil ich es vergessen habe, wenn ihr Runden habt für im Kopf des Zuschauers, soll ja eigentlich Dienstags und Samstags kommen, aber eben nur, wenn ihr mir was zukommen lasst, könnt ihr machen. Kostenlos Aufnahmeprogramm wie OBS oder Afterburner, sowie die Demo-Version von Fraps, XSplit oder DXStory aufnehmen, mir zukommen lassen per E-Mail oder einen Link schicken, wie bei Work Upload, Dropbox etc. Und dann kann man das kommentieren. Ja, jetzt habe ich das nochmal gesagt. Yay. Pumpkin King hat geliefert. Dots sagte, Default Name ist Mafioso. Ja. Das ist ja auch die Wahrheit. Don't know if I can do this a dozen more times. Warum möchte ich noch 12 Runden spielen? Dum, dum, dum. Es wird jetzt wieder ein Sieg für die Town werden, weil es danach relativ gut lief. Krass mit dem Doktor. Jailers are stupid is tot. Macht aber jetzt wenig Sinn, weil nur Joe oder Silver es sein können. Weil alle anderen Rollen sind mehr oder weniger klar. Der letzte Wille war jetzt wieder so eine Sache. Da hat der Lookout, der Lookout, sag ich schon, der Retri reingeschrieben, wenn der Jester hätte gewinnen wollen, hätte er mit der Town tun sollen. Macht er ja. Sie wissen ja auch, wer es ist, aber er wird trotzdem nicht gewählt. Jetzt wird der letzte Mafioso hochgewählt. Silver sagt, gibt Joe Jester den Win. Warum? Du sollst einfach beenden. Jedes Mal das Gleiche. Gehen wir mal davon aus, sie lynchen den Jester. Der Jester killt einen heute Nacht. Der Mafioso killt einen heute Nacht. Ja, bleibt trotzdem genug Town übrig, um hochzuwählen. Ich wollte nur wissen, ob der Move hier vom Mafioso bzw. vom Godfather sehr gut ist, indem er nämlich sagt, wir wählen zuerst den Jester, weil er dann weiß, es sterben dann zwei. Und dann hat er nachher ein 1 gegen 1 gegen ein Townie, wo er gewinnt. Hat er aber hier in dem Fall nicht, weil wir einen confirmeden Veteran haben. Wir haben einen confirmeden Doktor. Wir haben zwei confirmede Lookouts. Das heißt, es stirbt jetzt einer. In dem Fall Silver. Wenn er halt Jester wäre, würden immer noch vier Leute leben. Deswegen würde der Plan nicht gehen. Nur einen Tag später hätte es funktioniert. Aber jetzt ist das Ding hier um. Ich hoffe, sie wählen jetzt auch schuldig. Nicht nochmal innocent. Dann haben wir in der Woche mal wieder positiv abgeschnitten. Townrunden. Ja, die Sheriff-Runde war eher nervig. Wegen diesen dauernden Hochgewähle und Mehr-Game-Gespiele. Jailer am Ende noch gerissen. Consigliere, ja, da war dieses aggressive Spielding, was neuerdings herrscht. Totaler Bullshit. Letzte Runde hatten wir eine Afkala in der Mafia. Wir waren nur zu zweit. Waren relativ gut. Natürlich musste es dann ein Retri geben, der den Jailer wiederbringt, sonst hätten wir das Ding gewonnen. Ohne den Retri.
Aber so natürlich keine Chance. Hier gewonnen, ohne dass ich es wirklich drauf angelegt habe am Anfang, aber man nimmt es mit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid nächste Woche dabei, wenn es weitergeht bei Town of Salem Ranked. Yay, mein 5. Sieg als Jester auf diesem Account. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.